Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hypixel Skyblock mit dem Ostrein. Hallöchen. So, nachdem wir dann jetzt eine erfolgreiche und schlachtreiche Nacht hatten, kümmern wir uns jetzt um den Hafen, den wir letzte Folge angesprochen haben. Dafür haben wir hier, wie man schwer erkennen kann, sehr schwer, ein bisschen was weggemacht. Das hat so ungefähr jetzt eine Stunde gedauert. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass da ein ja, Hafen. großer, schöner, moderner Hafen entsteht. Ja, genau. Das war so zumindest der Plan. Soll ich dann holen gehen und du kleist jetzt den Boden irgendwie ein bisschen aus, oder? Was willst du holen gehen? Sand. Sand, ja, ich hatte jetzt hier Stonebricks geholt. Wir Achso, wollten jetzt direkt hier anfangen, ne? okay. Ja. Warte mal, Stonebricks, dann kann ich den Bruchstein schon mal in den Ofen reinschmeißen. Wir haben unten eine ganze Kiste voll Stone. Wirklich? 8, 9, 10, 11, 12. Das ist Ah, ausreichend. hier haben wir ja wirklich, Mensch. Also ausreichend von der Tiefe nach So. hier hinten hin. Bestimmt, keine Ahnung, aber ja. So, dann komme ich dir und helfe dir mal. Müsste, bruh. Ich weiß, dass ich runterfalle und halt S gedrückt, halt D gedrückt. Das heißt, Reicht das denn so von dem Stegbreite her oder ist es schon zu groß? nö. Willst du lassen? Was geil wäre, wäre so ein Kran, so ein Ja, Verladekran. deshalb habe ich ja extra so viel Platz gelassen, damit man hier so noch Schienen einarbeiten. Dafür könntest du Dings nehmen, Eisen. Dass du so aus Eisen hier so eine Bahn reinlegst und da setzt du so einen Kran Stimmt. drauf. Also das jetzt mal ausfüllen, oder? Hier das mal. Das zuerst ausfüllen, ja. Wenn ich nicht wüsste, dass du So. bald weg musst, würde ich ja sagen, wir machen sowas jetzt zum Beispiel in einer Timelapse. Achso, ja, es sind halt nur maximal 2 Stunden, wo ich da wäre. Ja, aber dann können wir ja alles überspringen eigentlich, weil Minecraft Ja, ist ja, okay. besteht ja grundsätzlich aus sowas halt eigentlich. Ja, okay, stimmt auch wieder. Und dann, wo und wofür haben wir dann die großen Folgen? Das war ja das Thema der letzte Woche. So. Ja, flott. Eigentlich bis man jetzt einmal komplett rundherum bis da hinten einmal hier einfach legen mit Soundbreak. So 2, 3 Blöcke vom Randabstand einmal rundherum oder nicht? Eigentlich schon, ja. Also, mal, dann mach ich's jetzt mal. Könnte halt wetten, für das haben wir dann Obwohl. doch zu wenig. Doch, nee. Wir können da ja jetzt diesen Abstand machen und dann ein bisschen vielleicht so eine Art Strand nochmal. Nee. Doch. Na, Strand ist ja. Doch, kann man ja machen. Oder? Wegen dem Leuchtturm oder was? Ja. Bro. Scheiße. Ja, ich mache mir jetzt mal hier rundherum einmal. Also. Über die Kante. So. Wer geht wieder über die Druckplatten? IQ. nee, Skelett. Mich jetzt das Skelett tötet, also dann flippe ich aus. Soll ich noch heute nach hinten gehen, Fabi? Das ist schon. Nee, reicht. Okay. Und die Dimension Soll von das dem jetzt Schiff dann später, oder machen hier ausgefüllt werden? Oder was hast du hier vor? wir. Ja, ich mache immer so alle zwei, also zwei Blöcke lasse ich frei und dann ziehe ich eine so eine Bahn, weil dann kannst du perfekt einmal so lang laufen und um das aufzufüllen. So.
Dann musst du nicht Ups. immer Ah. so sneaken, sondern kannst du so entlang rennen. Muss dann irgendwie die gleiche Höhe, also die perfekte Höhe finden. Wie die perfekte Höhe. Dass man sich nicht so schnell verbaut. Ach so, ist so man so. Hey, willst du es nicht schon weiter nach hinten ziehen? Ja, aber ich habe jetzt Also. halt, damit ich es zeige. Du bist eh schneller jetzt so. Ja. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und schau ich mal, 12 ob Blöcke. wir so viel Eis noch haben, dass ich die Schienen legen kann für den Garn. Glaube ich kaum. Ah, hallo. Also ich weiß nicht, wie viel Zinsen ich jetzt mittlerweile bekommen habe. Ich kann auf der Bank gucken gehen, dann kann man Eisen kaufen. Kann ich auch noch mal, kann ich auch machen. Du hast noch Geld. Ja, natürlich. So. Ja, okay, das war klar. Aua. So, ab zur Bank. Und unser Plan war jetzt auch, dass wir nach und nach jetzt die Inseln so ein bisschen umbauen, dass das so ein bisschen moderner wird und die Holzhäuser wegkommen, dafür dann so Steinhäuser dahin kommen, die dann so ein bisschen besser dazu passen mit breiteren Straßen, also mit richtigen Straßen dann auch. Dass das alles so ein bisschen auch zusammenpasst. Ja, und dann auch so überlegt, die Brücke will früher oder später auch wegreißen, dass er dann erweitert, sag ich mal, als Insel dann. Hat man Genau, ja dass wir so. dahin mehr Platz haben. Ja, und hinter dem Portal können wir auch noch weiter bauen. 37 Blöcke oder so. Ja. Also ein bisschen Platz haben Doch. noch. Ja. Wenn der Hafen kommt, der blockiert dann eh dann alles fast. Ja. So. Mann, ist das ein Aufwand. Kompletten Hafen hier entlang rennen. Vor allem, eigentlich hätten wir direkt gucken können, wo die Schienen hinkommen, dann müssen wir da nicht gleich wieder ausheben. Naja. Naja, wie war das? Das reicht lange. Zack. Ich habe jetzt dreimal vier Stacks geholt. Oder viermal, ich weiß nicht genau. Ja, ich habe ja noch was in den Ofen reingeschmissen. Zum Braten. Ja, dann. So. Ein Leuchtturm war auch geplant. Ja. Okay, ich habe jetzt 49 Eisenblöcke. Sollte zumindest Eigentlich, für eine reichen. ja, soll die ganze Schiene besser hinten hingehen? Ja, oder? Von mir aus ja. Ist ja die Frage. Wie verteilt machst du die? Ja, also, wie viel Abstand? Könnte ja, warte mal. Zum Oh, noch Beispiel so. hier, wo ich gerade zwei Blöcke, hier eine Schiene hin und da, wo du gerade zumachst, da können auch eine Schiene hin. Oder nicht? Wo ich gerade zumache. Also hier Wobei Schiene ist das nicht. und dann da Ach doch, nee, Schiene. stimmt, ja, das ist. Oder nicht? Wäre halt auch. Das wäre passend. Dann hast du hier hinten noch, dann könntest du hier noch so ein LKW oder so. Wobei. Drei, vier. Vier breit. Passt genau.
4 breit passt und dann hast du hier auch ungefähr 4. Okay, dann. Müssen wir dann noch einen nach da. Dann hast du genau, dass du theoretisch noch so ein LKW oder so ein Container da dran hängen könntest. An den Kran. Was? Das ist jetzt. Jetzt haben wir uns was vorgenommen. Ah, das ist auch was, da können wir beide dran bauen, das macht Spaß. Ja. Mehr oder weniger jedenfalls. Ich muss die Musik anmachen. Könnte ich auch machen, ja. Copyright-Musik aber direkt, ne? Ja. Weil ich würde. Nee, nee. Würde genau da, wo du jetzt dich verbaut hast, genau da würde ich aufhören. Dann müsst ihr also eigentlich so noch Holm machen. Also eine der Schiene sind auch solche Ja. Stutzpraller, sag ich jetzt mal da. Schutzpraller, die hast du hier ein paar Mal öfter verteilt, Ja, das ist halt damit der gut vor. zwischenzeitlich schon mal anhält, ne? Genau. Schiene noch Warum? weiterziehen nach hinten. Ja, eigentlich fast bis ganz hinten, oder nicht? Irgendwie so zwei Blöcke oder drei Blöcke auf von Oder stopp, früher. so lassen. So lassen. Ja. Weil dann hast du hier hinten sozusagen, dann kannst du hier irgendwann vielleicht noch so eine Halle hinbauen, wo dann so eine Anlieferung ist. Ja, wo dann sämtliche Container da stehen, wo noch verladen müssen und irgendwie sowas. Genau. Ja. Dann hast du hier so ein bisschen Platz frei. Okay, du hast hier. So. Das hast du so Ja, ich ausgehoben. weiß, aber dann hast du nicht. Ich weiß nicht, wie viele Eisenblöcke du noch hast. Wahrscheinlich keine mehr. Keine. Ja. Guck, dann passt das jetzt genau. Da haben wir 49 Blöcke. Nee, Ne, Quatsch. 50. 48. 48. Ne, 50. Weil man 50. muss ja noch die Dann zwei hast Pinöpel du. noch einstellen. Also, Ja, dann berechnen. hast du 48 Blöcke lang. Ja. Also 46, wo dann das Ding drauf laufen könnte, aber es kann ja eh nicht laufen. Ja. Rollen. Ja. So, dann musst du ein paar Blöcke besorgen gehen. Was für Blöcke? Ja, Eisenblöcke. So, hier, das kannst du Ja. haben. Kannst so eine Wand bauen. Eine Wand? Was für eine Wand? Du, warte, hier Ich beim Spawn könnte. kaufen, ne? Ja. So, es gibt auch immer an den Häfen ist dort direkt gerade runter so eine Wand vorne. Da, wo das Wasser anfängt. Also, Da so eine ja. Wand gerade runter. Oh, dein Ernst? Scheiße. Ja. Reichen 4 Stacks Eisen? Ja, kannst ja ausrechnen. 4 Stecken, kann auch noch rechnen. Ein Stack Oder sind. man könnte dir, oder ich könnte jetzt die Halle bauen. Mit Ziegelsteinen halt. Also nicht Stone Brick, sondern die von, wo man aus Ton macht. Ja, Ja. Ziegelstein-Dinger. Ja, genau, ja. Soll ich dir welche mitbringen? Ja. Gut, mache ich. Hey, wieso ist. Hä? Hauptsache, Stone Bricks wird mir in Englisch angezeigt, aber Menü ist auf Deutsch. 42, oh. Sechsundvierzig. Zu viel. Ja, ach doch, 50. Nee, Quatsch. Einen brauche ich ja dann noch. Oh, 51, dann hast theoretisch doch alles fertig, oder nicht? Ja. Ach, warte. Ah, jetzt ist hier noch ein Schaf gespawnt. So, mal gucken, wie viel Kohle ich jetzt auf So. der Bank habe. Ups. Brauche ich ein bisschen was? Hä? Ah, So. lol, wir haben ein Bankkonto zusammen, oder wie jetzt? Ah, dann wieso? Ja, weil es ist nichts mehr drauf. Lol. Ich kann dir ein Stack noch mitbringen. Das ist alles, was ich kriegen konnte. Fuck. Ja, moin, aber dann. Ja, okay, ja. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Weil mit einem Stack lohnt, muss ich gerade anfangen, weil es wird eh nicht hinkommen. Ich könnte schon Kannst ja schon mal anfangen. den Grundriss zeichnen. Oh Gott, zeichnen. Man könnte zum Beispiel hier
Ist so hier so eine Straße, Mann, oder Weg? Hier, wo? Die Kreuzung hier. Genau hier. Ja, da kann man. Das Da könntest du wie. theoretisch ausheben und bauen. Hier. Oh, ups. Dann kann man. Hier anfangen mit Ja, der Halle. genau. Ja. Oder warte, hier hast du Zauntor-Dinger zum Markieren. Dann kannst du mir den Rest zurückgeben. Oder kannst auch behalten, ist mir egal. Was? So, die Halle Wasch. soll die bis hinten hingezogen werden, oder? Ups. Nee, so. Die kannst du eigentlich da komplett so lang ziehen. Ja, dann hast du eine ordentliche Halle. Jetzt bist ja die Brücke weg, dann können wir die noch länger machen, die Halle. Kannst du auch machen, ist eigentlich vollkommen egal. Eine Axt habe ich nicht. Sorry. Wolltest du eine haben? Ja, wenn du eine hast und die nicht brauchst. Ich habe zwei. Ah, ja, gut. Einmal, also deine löst jetzt die ganzen Blöcke halt auf zu 5 Wood und nicht halt zu den Stämmen. Aber das ist ja egal. So, ich glaube, so wird es schon von der Länge reichen. Also, mega lang muss ja die Ich alle bin nicht gerade nicht sein. da, ja. Achso. Ich bin nämlich gerade am gucken. Oak Samplings können wir verkaufen. Das könnte man verkaufen. Die könnte man vielleicht noch behalten. Slabs kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Ich guck gerade einfach mal, was man alles verkaufen kann. Das kann weg. Weizen kann auch weg. Weizen Seeds. Ja, so ist alles. Dieser ganze grobe Müll. Ja. Ich muss in der Müllkiste mal gucken. Die habe ich eigentlich schon jedes Mal so, wenn ich was gebraucht habe, habe ich die mitgenommen. Das war einfach lang. Bis jetzt ist halt die Halle relativ schmal. Ja, dann machst du größer, wenn sie zu schmal ist. Also wenn Ja, es aber dann nicht. dann muss ich halt den ganzen Steg weitermachen. Ja, nee. Warum? Der Steg muss ja nicht weiter. Ist ja auch immer so, dass die Hallen noch so ein Stückchen weitergehen. Ja, dann guckt er die Halle übers Wasser, oder nicht? Nee, wieso? Da kann noch so ein klein bisschen noch Erde vor, so Achso, ja. Ufer. Stimmt, ja. Stimmt. Mensch. Ist ja irgendwie voll schlau geworden. So, Erde. Haben wir noch Wassereimer? Ich hab einen. Okay, gut, weil den brauchen wir gleich. Hier ist auch noch ein Eimer. Ja, gleich. Ja, wie gesagt. Weil damit Oh. können wir dann die Keimauer machen. Weil wir müssen Ja. ja auch so eine Mauer darunter ziehen. Naja. Plätzchen üben. Alter, ich stehe rum und es trifft mich nicht. Langsam wird's peinlich. Aha. So, ich hoffe, da kommt ein bisschen was. Kann nicht genutzt werden, weil. Hey, Was warte. denn? Brauchst Ja, du ich die? mach doch gar nichts, Junge. Brauchst du die denn hin? Hast du gesagt? Ich dachte, die baust du nach hier hinten rum. Nein. Oh. Ja, weil das hier. Ich hatte jetzt das so verstanden, dass du die nach hinten baust und dass dann hier Containerlagerplatz ist. So hatte So. ich das jetzt verstanden, deshalb habe ich nicht verstanden, warum du mehr Platz brauchst. So, nee. Ich hatte gedacht, in der Halle können wir die Container hinmachen. Ja, aber wie kriegst du so einen Container in der Halle rein? Gabelstapler? Ja, okay, gut. Eine Gabelstapler müssen wir nicht unbedingt bauen. Ja. Ne, okay, gut. Ne, dann mach weiter so. Oh Dann gehe ich Mann. zum Ich sehe schon kaum, Spawn. das sind wir jetzt viel drei, wirklich 8 Folgen und sowas hier dran an der Halle. Also, am Hafen. Mindestens. Hä, fuck. Hä, mit was muss man denn die Dinger abbauen, dass man die bekommt? Ach, ja, alles gut. Mach schon Alles mal gut. Picker. Ja. So.
Ossi! Ja, das ist jetzt eine Halle. Guck mal hier! Jetzt nicht runterschmeißen. Hey, wo ist das einfach mal das ganze Geld her? Ja, Achso, verkauft. ausgemüllt. Er hat nicht gesagt, das dauert immer nicht einen Tag. Was? Ne, lass mal den verkaufen. Nee, nee. Achso, lol. Ja, ich kann das entweder verhandeln, verkaufen oder direkt verkaufen. Also, du meinst, wir Direkt verhandeln verkaufen. an anderen Spieler und der und so. Genau, direkt verkaufen ist halt einfach wegheimern. Ja. So, warte. Hatte ich dir eben Stonebricks gegeben? Ja. Wie viele hast du davon? 3, 4, 6. Dann gib mir mal alle Stacks Stonebricks und den Wassereimer. Auch den leeren? Ja. Nur den Ja, kannst du auch voll. gehen. Wo denn? Die Wasserquelle ist abgebaut. Fuck, stimmt. Habe ich auch dran gedacht. Zuerst so, ich kann den ja auffüllen gehen und dann so. Nee, abgebaut. Nein. Die Halle muss doch schon relativ hoch sein, gell? Ja. Okay. Wie viel. Dann können wir oben theoretisch so ein So. Eisendach draufziehen. Jo. Junge, da hoffen wir 10 Millionen kosten, Alter. Ja, das ist ja in echt auch so. Wie tief soll das Hafenbecken werden? Warte mal. Muss ja schon relativ tief sein, weil die schweren Container da. Ja, vor allem das Beste ist ja noch, wir müssen eigentlich einmal eine komplette Erdfläche ins Meer sozusagen reinziehen von uns. Dann Sand. Dann Sand. Und dann müssen wir nochmal oben einen Block unter der Wasseroberfläche so ein Ding reinziehen und dann die Wasseroberfläche auf die Blöcke platzieren, weil sonst kannst du die ja gar nicht in der Mitte platzieren. So. Sonst zieht sich das Wasser ja nicht zu. Ja. Schon relativ tief, heißt 5, 6 Blöcke. Ja. Also das hier wäre, warte, 5 Blöcke, dann wäre hier. Da muss ich einfach mal Sand und. Ist jetzt schon kommen, das wird so ein Projekt wie der Berliner Flughafen. Wird nie zu Ende gestellt. Ja. Ja, es beginnt schon mit der Halle gerade, weil ich keine Blöcke mehr habe. Du hast alle Blöcke weg. Ja. Ha! Ich könnte noch schnell ein bisschen Weizen farmen gehen. Also das ist einfach gerade verscherbeln. Kannst. Oder nicht? Ja. Dann such dir irgendwas anderes, was du machen könntest. Nee, komm, Ja. ich fahr ein bisschen Weizen, weil dann. Es gibt uns ja auch Geld, wenn wir. Ja, geht schon fest, sag ich jetzt mal. Jetzt habe ich nicht mal einen einzigen Block. Was? Für was? Ja, für Dings da. Oh, Dings Kann da? ich nicht mal einen einzigen Block Sand kaufen. Weil ich möchte gucken, wie das aussieht mit Sand unten drin. Sand kann ich kaufen. Ich habe 350. Ja, ich habe jetzt auch welchen So, ja. gekauft, zwei Stück. Oh, schon zwei. Ja, klar. Bitchy, bitchy. Ja, warte Oh. So. Dann haben wir jetzt hier. Gluck, gluck, mal. Ha, das gluck, Gute ist, gluck, gluck. so level ich auch noch. Let's go. Jetzt bin ich unten, aber wir oben gucken, wie es aussieht. Ja. Logisch. Dafür geht man natürlich dann unten ins Becken. Weizen, was ich ja da verschwende, muss ich auch Weizen kaufen, oder? Bei Das dem ist Farmer. relativ, das ist egal. Das kannst du machen, wo du willst. Also kann ich bei jedem Händler machen, also was? Ja. Moment mal, können wir nicht theoretisch Alchemie, Carpentry, das da, Enchantment, Farming. Wetterstick. Also das Wetter könnten wir theoretisch immer ändern. Und es gibt auch so ein Day-Night-Stick oder so. Ah, lol, okay.
Warte, wie teuer ist denn jetzt dieser Stick? Farming. Mining. Zwei Redstone und ein Stick. Aber wir könnten uns ein Portal zur Goldmine craften. Okay. Als du kämpfst dann direkt von unserer Insel dahin. Naja, ist schon klar. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Weizen. Na, bringt nicht das Ultimate. Aber. Ja, vielleicht kann ich dann ein bisschen weiterbauen dafür. Ja. The weather is changing to sunny. Wir haben Sonne. Ja, Ja, moin. was bringt denn relativ viel Geld, aber was auch noch einfach zu farmen ist? Redstone. Ja, aber da muss ich in die Mine gehen, da sind auch Zombies und so. Oder Kannst du nicht? aber uns einfach verkaufen. Unseres. Ach, stimmt. Boah, Solange wir ne. noch ein bisschen was von dem Zeug behalten, für später Container und so, geht das ja. Ja, außerdem, das dauert eh noch ein paar Folgen, bis wir zu den Container kommen, glaube ich, oder nicht? Zwei Ja. Blöcke oder so. Dafür muss das erstmal das Schiff mal fertig sein. Dankeschön, Spinny. Nicht Dankeschön, Spinny. Aber let's go wieder nach unten. Und das hier ist jetzt im Prinzip Ufer. Aber das. Ach, warte mal, das kann eigentlich da bleiben sogar. Weil. Ich bin mal echt gespannt, wie der Hafen aussieht später, weil wir machen das ja gerade echt voll Schnauze. Ah, freie Schnauze, aber ist trotzdem ja noch. Ja, also ich sag mal, ohne Bild oder ohne in Vorlage. Gut, nach Vorlage bauen, das ist dann aber auch wieder so übertrieben, ne? Ja, aber ich meine jetzt so grob so ein Bild oder Ja. so. Was machst du gerade? Ich weiß nicht, wer kaufen. Ja, stimmt. Alter. Sell-Item. Wow, ein Sack. Okay. Wollte ich gerade sagen, dann kauf mal bitte kurz irgendeinen Stack Weizen oder so. Haha, Sand oder so. Ein Haha. Sand? Wie Nee, 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 viele? nee, nein, 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 Wieso? nein, 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 nicht kaufen, nicht kaufen, Wieso nicht denn? kaufen. Da hole ich mir selber irgendwie. Wieso? Kann ich auch machen. Oder? Nee, das ist blöd, wenn du das machst, weil du brauchst ja Ziegel. Guck, dass du deine Ziege, dass du für die Ziegel Geld kriegst und ich guck gleich Ja, selber ich habe ja drei irgendwie. Stacks Ziegeln jetzt. Ich denke, in 2, 3 Etagen wird es noch maximal werden, die Halle, aber dann ist auch auf, oder nicht? Ja. Weil die ist ja schon zu relativ hoch.
Ich höre schon, wie das alles aussieht hier bei dem Meer und alles. Geil. Hoffe ich jedenfalls. Boah, wir müssten dann neben, also hinter der Halle. Boah, weißt du, was mir einfällt? Hier ist so ein Tor und machen mit so Eisengitter, also halt von oben halt so eine Art wie so ein Rollo. Also ein Rolltor halt. Das wäre echt geil. So, jetzt mal andeuten. Ja. Fuck. Hinter der Halle so, so Klippen, also was ist Klippen? So ein bisschen felsig machen. Da den Leuchtturm draufstellen mit so einem Weg da hoch. Und dann. Brauchst du was aus dem Lager oder ich bin gerade im Lager? Ne, gerade nicht. Okay. Oder bring mal. Bist du noch da? Im Nö. Lager? Ne. Okay. Nee, dann ist egal. Oh. Irgendwie mein Stuhl. Ach, jetzt weiß ich, was anders war. Hier. Mann. Noch viel angenehmer zu gucken. So. Jetzt brauche ich erst was aus dem Lager. Wow. Ja, ich wollte es dir sagen, aber dann warst du ja schon wieder. Ja. Ja. Ey, du Dreckszombie, verpiesel dich. Ja. Aus welchem Material machen wir überhaupt den Kran? Eine Frage. Weil, je nachdem aus was wir das machen, kann ich den ja vielleicht schon anfangen. Wobei, da ist jetzt halt wieder die Sache. Den würde ich aus so Materialien machen, wo die du halt wieder kaufen müsstest. Aber das ist dann auch wieder scheiße. Irgendwie fast alles, was wir hier bauen, müssen wir kaufen. Okay, es geht halt nicht anders, aber. So, Eisen, Eisenminion. So. Ja, okay. So, oh Gott, Alter. Mehr kann oh Gott, Mensch. Was ist denn hier los? Ein Viecher. Jeder aus der Weg. Alles mit den Viecher. Hm. Ah, halt, stopp. Also, mehr kann ich nicht machen. Faules Stück, Alter. Hm? Faules Stück. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Alter. Weil, wir wissen halt noch kein Material, woraus wir die, den Kran machen. Also kann ich nicht weitermachen. Weil, Schiff. Wissen wir noch weniger, aus welchem Material wir das machen, glaube ich. Abgesehen mal davon, dass wir wahrscheinlich nicht mehr Material dafür hätten. Ja. Selbst wenn wir es wüssten. Aber ich würde den Untergrund, sag ich mal, vielleicht auch Stonebricks. Ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Halt irgendwas, was günstig wäre. Ich kann ja den ganzen Untergrund ausfüllen mit Erde. Also das, was ich jetzt schon die letzten 10 Minuten gemacht habe. Guck mal hier, ich habe jetzt die Mauer schon mal fertig gemacht. So, du bist gerade da. Das soll andeuten, dass auch nachts oder so runtergeht dann. Ja.
Ah, sieht es einigermaßen schön aus von unten. Ja, Naja. es geht. Es sieht halt. Es hat es bei mir noch nicht verbunden zwischen den einzelnen Dingern. Ach man, das ist scheiße. So. Ah, das ist ein schönes Meer. Ein Block. Ja, wo bist denn du? Also da. Ja, du sollst dir ja nur die Mauer angucken, ob das so okay wäre. Ja. Nee. Nee, es geht Ah, nicht. schade. Geht das in den bemoosten Stein oder wie das? Es gibt doch auch so einen Ja, bemoosten. den gibt's, aber dafür müssen wir Ranken züchten. Und Ranken weiß nicht, wie wir da dran. Doch, ich weiß, wie wir dran kommen. Boah, ätzend. Ranken kommst du, glaube ich, nur dran, indem du die angelst. Angel, ach du Scheiße. Da wird es früher oder später eh drauf hinauslaufen. Befürchte ich. Ja. Da kriegst du durch Zufall gekauft. Nein. Weil die könntest du, wenn du einmal eine hättest, dann könntest du die ja wachsen lassen. Es gibt bemoosten Stone. Ach nee, Mossy Stone Bricks gibt's auch. Gibt's zu kaufen. So sieht das schon irgendwie schön aus, Gold, oder? Ja. Als hätte es ein bisschen benutzt aus. Ja, vor allem mit dem Wasser, das ist ja eh dann so eine Boah, Ablagerung. und wenn. Boah, Junge. Wenn wir die Schiene nicht so nah da dran gelegt hätten, hätte ich voll die geile Idee gehabt. Dann hättest du hier diese Polder, wo die Seile da so drum sind, machen können. So. Naja. Was Ich auch denke. geil Ja. wäre, wenn unten so Seetang dann platzieren würden. Ups. Diese Dinger, die da so im Wasser stehen, unten immer, Genau, diese Algen heißen die in Seekram. echt, ja. Ja. Da kann ich aber gleich sagen, ganz vergessen. Weil gab es in 1.8 noch nicht oder 1.12, ich weiß nicht, auf was der Server als Minimum läuft. Okay. Der läuft halt nicht only 1.13, 1.14. Das ist das Problem. Weil wir brauchen jetzt Sand und Eisen, gell? Wir brauchen Sand, Eisen. Ja, irgendwas für Dings. Ich meine, ich kann mal ganz kurz was gucken. Haha. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt. Hallo? Ja, hi. Ja, warte. Ich bin gerade am Laden. Ich bin gerade am Laden, weil ich guck. Ne, jetzt mal hier auf, anfangen. Connecting Read Timeout. Was hast denn du hier? Ich kann gerade nichts mehr machen. Verschlüsseln. Welt wird betreten. Geil Block. Ah, okay. Nicht wundern. You have just 10.500 Coins. Was? Ossi, nicht wundern. Ich habe kurz das Profil geswitcht. Das hier ist das Profil, was ich früher mal gespielt habe. 144.000. Ich habe zwei Stacks nun Sand geholt. Ja, hoffentlich wurde das jetzt nicht gut geschrieben auf das Profil hier, sondern auf das andere. Ja, du bist im Arsch. Ja, also hier hätten wir halt, also wenn wir das machen würden, was Ozzy und ich halt noch abklären müssten, dann könnten wir theoretisch von hier aus Eisen nehmen. Aber das Problem ist halt auch, irgendwo ist es gecheatet so ein bisschen. Wenn wir es jetzt von dem Profil hinnehmen würden. Oder? Ja. Andererseits, dann könnten wir zumindest etwas wieder machen, ne? Kann doch. Okay. So, Profil wieder switchen. So, Switch Profile. Okay, bin wieder da. Kannst wieder nach Hause kommen. Da bin ich doch schon längst.
So, lol. Ich arbeite schon längst. Ach so. Ja, wo bist denn du? Unten. Ich baue ja den Strand weiter, also. Ja. So, hier unten. Da baust du. Soll ich die Erde setzen und du setzt den Dings? Ja. Hast du Erde? Ne, ich hab keine. Ja. Ja, und Kuh einfach, ne? Ja. Ich hab selber nur 2 Stacks an, aber naja. Oh. So. Weil in irgendeiner Kiste müsste noch Sand liegen. Weiß ich nicht. Doch, weil ich hatte ein Stack oder so, hatte ich meinen eben gekauft. Aber dann gucke ich mal. So, bei Falmus kann man nicht davon ausgehen, dass er etwas einsortiert, also komme ich da überall rein. Wenn dann auf der linken Seite in der dritten Kiste. Ah. Aber. Boah! Ah, 4 Zombies! Ah! Oh! Ah! Ja, da war ein Stack und 3 drin. Oh, Junge! Ich sterbe fast! Oh, oh. Alter! Dazu kommen dann ja nochmal diese 6 Blöcke, die du runterfällst. Ja, genau. Ich hab nur 3 Herzen. Ja, das hättest du nicht geschafft. Doch. Ja, schon diesen Boden zu machen. Oh. Wird schon eine scheiße Aufgabe sein, Alter. Ja. Freue mich, wenn wir das Schiff machen. Freue mich, wenn wir das Schiff machen. Junge. Mich greifst du nicht an, aber dich dann, oder? Ich bin gestorben, Alter. Obwohl es viel schon tot war. Das andere nicht. Achso, da waren 2. Ja. Ich hab nicht gesehen. So. Muss sagen, wir sind eigentlich die Folge schon weit gekommen. Jo. Eieieiei. Also unsere Hausaufgabe. Ha, bist gestorben. Unsere Hausaufgabe ist, Geld zu farmen irgendwie. Ja, wir könnten ja theoretisch noch ganz viel Weizen verkaufen, was wir besitzen. Wir besitzen nicht viel. Hä? Wir haben unten eine Kiste, die ist voll. Also, was heißt voll? Die oberen 2 Reihen sind voll. Oh, ist ja dumm von mir. Gut. Echt? Nö. Oh, tot, alle tot, juhu! Ja. So. Ja, hier waren so 30, 40 Zombies oder so. Es waren 10, aber. Ja, ich kann ja ein bisschen gerumpelt mal verkaufen gehen. Keine Ahnung. So, ich gucke jetzt mal hier. Also, ich sag mal, ein Stack Strohballen behalten wir mal. Okay. Vor allem den Weizenminion, der arbeitet ja auch gar nicht mehr gerade. Ja. Hallo! Dreckszombie, Alter. Der Autosmelter kommt auf jeden Fall in den. Ach guck, das ganze Redstone. Das ist halt nervig. Ja, das ganze Redstone kann auch weg. Ja, ich lass mal ein Stack Blöcke da. Mal. Kaufen einfach jetzt den kompletten Cobblestone. Weil ich habe da jetzt diesen Autosmelter reingetan. So, dann wird es direkt geschmolzen. Das ist dann besser. Best tun wir das dann auch, wenn wir gleich offline gehen, auf die Bank, weil dann kriegst du, okay, ist jetzt bei unserer Kohle nicht lohnenswert, aber dann kriegst du zumindest ein bisschen Zinsen. Mhm. Alter, das ist schon 45 Minuten schon rum, Alter. So, Gold. Hallo. Ja, moin. Mein Inventar ist voller Gold. Was willst du mit Gold? Hab ich ausgeleert. Wo mein Container aus Gold sieht nicht geil aus, ne? Kann mit Gold irgendwas bauen? Ich glaube nicht, ne? So, den ich hab nun. Stimmt. Ja, diesen Anker, sag ich mal, ne.
Nee, das komplette Gerüst. Ja, okay, ja. Das ist, wenn ich das hab, so gelb ist. Ja, ich hab nur 3000, was soll ich kaufen? Was brauchen wir? Sand oder nicht? Sand und. Eisen. Eisen, ich hab 5400. Was? Achso. Soll ich ein Eisen kaufen? Soll ich mal Eisen kaufen? Das kannst du, ich weiß nicht, du kannst in der Bank gucken gehen. Ich pack da jetzt einfach mal all mein Geld drauf. Theoretisch müsstest du dann ja jetzt Geld angezeigt bekommen. Laut unserer Technik, die wir eben gesagt haben. So, ja, warte mal. So, haben wir irgendwo irgendeinen schwarzen Farbstoff oder sowas? Grey Wool. Passt natürlich perfekt. So, Bank. 5400 werden jetzt angezeigt. Ja, das ist mein Geld, weil ich da gerade drauf überwiesen habe. Okay. So, soll ich zu den ganzen, von den ganzen Eisenblöcke machen? Ja, oder? Ja, eigentlich schon. Wenn du dein Dach damit machst, ja, theoretisch schon. Weißt du denn, wie ich das meine, dass das... Das ist so eine Art Flachdach, oder? Warte, ich baue es dir einfach mal davor so grob auf. Du kannst das Dach bauen. Prinzip genau so. Okay, vielleicht noch eine Stufe mehr drin. Denn das ist dann... So, ich habe jetzt einen Stack Blöcke. Bei denen reichen. Achso, ja, das heißt doch, so ein Spitzdach. Ja, sowas. Aber das ist halt... So, dass drüber halt steht, oder? Nee. Ich meine das so, dass du halt eine... Dass du einen Block auf die Kante setzt, drei hoch gehst und dann komplett gerade und dann wieder die drei Blöcke runter. Bitte, was? Das ist dann im Endeffekt genau... so aussieht. Und dann halt auf der anderen Seite wieder genau diese drei Blöcke runter. Bau du! Also. Kranbauen kann ich auch nicht. Erde, ich mach da unten. Das geht schon. Warte, hier, die Wolle nimmst trotzdem mit. Ich mach Mund auf A. Achso, ist das schon mal. Ja, hast du schon. Ein Loch in die Wand prügeln, damit man da hochkommt. Hey, was soll denn das hier? Die restlichen Stonebricks behalte ich mal, oder? Verkaufe ich wohl nicht. Nee, Stonebricks auf gar keinen Fall. Nicht Stone, hier die ganzen Wandbricks, wo ich alle gebaut habe. Die auch nicht, weil die werden für irgendwas werden wir die nochmal gebrauchen. Ja, ich habe noch 1,5 Stacks. So. Aber wenn du den Hafen mit so einer Einfahrt machst, wo du nur mit so einem, ja, ich sag mal, Ticket reinkommst. Oder was? Ja, mit einem Ticket. Ticket, also. Dass du so. So einen Art Schalter davor baust. Ja, dass du so einen Schalter davor baust, wo du dich anmelden musst. Ja, wie willst du das vernünftig umsetzen? Du kannst maximal so ein Häuschen dann platzieren, oder nicht? Ja, meine ich ja. Ja. Ja, gut, das, du kannst. Kein Aufwand. Du kannst theoretisch auch eine Redstone-Schaltung bauen, ohne Clock, die dann ein Ticket liest und dann sagt, okay, das ist das Ticket, was da zugehört oder das gehört da nicht zu. Und dann kommst du nur mit diesem einen Ticket da rein. Das geht, ja. Dauert halt, keine Ahnung, 10 Minuten, dann hast du die Technik gebaut. Aber okay, du brauchst halt ein 5x10 Feld oder so unterirdisch dann. Ah, da ist Erde. Junge. Zombie, Alter. So.
Fertig. Schon? Ja. Aber das ganze Dach, oder? Doch, doch, hat gereicht. Gar nicht! Siehst du da hinten? Scheiße, ich hab gedacht, du stehst so weit hinten, dass du es nicht mehr siehst. Gar nicht. Lügner, Betrügner. Monster immer schön töten, dann kriegst du einen Coin pro Mob. Alter, wie wenig ist das bitte erst? Oh. Boah, da brauchen wir Ewigkeiten für. Tja, du hast eingestimmt bei dem Projekt, also. Ja, ist ja auch geil. Ich kann nicht wissen, wie viele Stacks Erde wir hier verbraten, Alter. Genau, so viel wie Sand. Ach, wirklich, hätte ich gedacht. Ja. Ich glaube, ich kaufe noch. Wie viele? Ach, komm, also ich habe keinen Sand. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Erde und dann heißt. Aber Sand habe ich halt nicht. Theoretisch hast du 9x64 Stacks gekauft. Ich will mal zum Schluss mal richtig mal ausrechnen, wie viel wir und was verbaut haben. Am Hafen. Will ich gar nicht wissen. Doch, also das würde mich mega interessieren. Soll ich dir sagen, wie viel das ist? Viel. Eine ganze Menge. Ja, danke. Hätte ich gedacht. Ja, bitteschön. Ich kann gut rechnen, ne? Ja. Wie viel? Und was dann der Preis? Also wie viel dann der Hafen gekostet? Eine ganze Menge. 1, 2, 3. Ah, jetzt weiß ich, wie mein Titel heißt. Eine ganze Menge. Eine ganze Menge Geld. Ja, brauchen wir. Ja, guck mal, eigentlich ist das halt ein guter Titel. Eine ganze Menge Geld brauchen wir, eine ganze Menge Bruchstein, also. Also, ihr könnt euch ab heute bewerben als Farming. Oh ja. Na, okay, so kann ich es nicht nennen, so darf ich es nicht nennen. Als Farming Mann. Ich weiß nicht, ob wir das früher mal in Minecraft Leben genannt haben. Nee, ich hab's nicht gesagt. Das meint ihr ja nicht. Auch unser Lehrer ist lustig. Wir haben so einen Politiklehrer an der Berufsschule, der ist 53. Und er interessiert sich sehr über Autos, Schieße und sowas. Und da hat sich jemanden gesagt, hat er gefragt, welches Auto fährst du? Und hat er gesagt, ja, das ist das Auto. Und hat der Lehrer gesagt, ach, komm mal mit. Zeig mal dein Auto. Alter. Da ist der Lehrer, 53 Jahre, rausgegangen und hat vom Schüler das Auto angeguckt. Alles klar. Oder heute hat er einen Schießer dabei gehabt. In der Pause hat der Schießer geraucht. Was macht der Lehrer? Er kommt zu uns und raucht mit. Alles klar. Oder? Bei uns in der Schule hängt ein Schild, kein Rassismus, aber mit Courage oder irgendwie sowas halt. Und dann, was macht er? Er sagt immer, ja, die Afrikaner, die können es am besten lernen und sowas. Weil die sind am fleißigsten immer. Sag ich mir, ah ja. So. Ich glaube, das ist die längste Minecraft-Folge, oder? Die geht jetzt 52 Minuten. Ja, kann hinkommen. Ja, Fabi, also. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Schaut natürlich wie immer beim Mossmann vorbei. Und wir sind beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hafenbauern. Was? Farm? Ja, Farmen für den Hafenbau, wollte ich sagen, aber... Okay. Hafenbau. Tschüss. Tschüss.